Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Andreas Tetzlaff und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Thema Geldanlage neu denken. Im 15. und 16. Jahrhundert hatten die Portugiesen vermutlich das beste Geschäftsmodell der damaligen Zeit. Denn der Seefahrer Vasco da Gama hatte 1499 bereits als erster Europäer den Seeweg nach Indien entdeckt. In den folgenden Jahrzehnten blühte der Handel mit kostbaren Gewürzen aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Dieser Erfolg blieb natürlich nicht im Verborgenen und so entschlossen sich niederländische Kaufleute, in dieses Geschäft einzusteigen und den Portugiesen Konkurrenz zu machen. Dies wiederum führte zur Gründung der VOC, der Vereinigten Niederländischen Ostindien Company. Diese Organisation benötigte seinerzeit Geldgeber zur Ausrüstung von Handels- und Kriegsschiffen. Denn die Portugiesen würden sich das Monopol nicht kampflos abnehmen lassen. Da man selber keine ausreichenden Geldmittel hatte, kam man seinerzeit auf die Idee, jedem Geldgeber einen festen Anteil am Gewinn dieser Gewürzfahrten zuzusagen. Einfach ausgedrückt, erstmals in der Geschichte gab es eine feste Ausschüttung aus dem Gewinn einer Unternehmung. Heute nennen wir das Dividende. Wenn Unternehmen aus ihrem Gewinn einen Anteil an die Aktionäre ausschütten. Die VOC ist somit zum ersten Dividendenzahler der Geschichte avanciert. Nun liegt 1602 schon eine ganze Zeit zurück, aber die Attraktivität der Dividende hat ihren Reiz bewahrt. Auch heute gibt es Unternehmen, die zum Teil seit über 100 Jahren lückenlos Dividenden zahlen. Deren Geschäftsmodell scheint also zu funktionieren. Schaffen es die Unternehmen darüber hinaus, diese Dividende auch noch von Jahr zu steigern, dann sind es interessante Kandidaten für unsere Dividendenstrategie. Wie schon bei der VOC können sich Anleger auf diesem Weg über eine würzige Dividendenausschüttung freuen. Ich muss aber auch hier erwähnen, dass es bei Dividendentiteln, wie auf hoher See üblich, zu zwischenzeitlichen Schwankungen kommen kann und wird. Unabhängig davon kann man dank Dividenden auch ohne eigenen Gewürzhandel Geldanlage neu denken.